Yo Guys, was geht? Herzlich willkommen zurück zu Harder Super Mario Bros. Wii. Wir starten in Welt 5-4 und ja, mal schauen, ob wir heute wieder mal aufs Maul bekommen. Das ist ja immer so ein Rätsel für sich, jedes Mal aufs Neue. Ja, letztes Mal wurden wir einigermaßen verschont. Ich meine, gut, jetzt bis auf... LOL. Ich meine jetzt bis auf das Schloss am Ende wurden wir ziemlich verschont. Okay, da geht's wahrscheinlich nicht nach oben. Alles gut. Ja, bis aufs Schloss am Ende wurden wir ziemlich verschont. Oh no. Das Level hier hat's in sich, das sehe ich schon kommen. Eieieiei. Das ist gar nicht geil. Oh Gott. Ey, diese Spikes machen es wirklich nicht besser. Yes. Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. Vor allem sehr, sehr schön, dass ich gerade eine Feuerblume bekommen habe. Okay. Damit kann ich alle Viecher einfach eiskalt killen. Ich finde es ja dumm, dass diese Münzen da zu diesem Object-Counter zählen. Und das war wirklich ein bisschen bescheuert. Okay. Da ist noch immer so ein Viech an mir dran, wie es aussieht. Okay. Kurz mal chillig. Wir hätten das wahrscheinlich noch irgendwo gebraucht. Oh no. Als ob die Viecher da hier runterkommen. Bro. Please not. Nein. Ich bräuchte kurz mal eine Bombe. Genau hierfür. Warte. Nein. Oh, ja. Ja. Oh, was? Ich habe eine Sternmünze verpasst. Wo denn das? What? Wo habe ich denn die Sternmünze verpasst? Nein. Bro. Lasst mich in Ruhe. Digga. Die wollen es mir nochmal richtig geben, ne? Ja. Gib mir das One-Up. Ah, okay. Nicht alle Starcoins, aber... Okay. Ist okay, ja. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass da an dieser zweiten Stelle die Sternmünze gewesen wäre. Dass ich nicht da an der ersten Stelle den Powerblock werfen hätte sollen, sondern an der zweiten Stelle. Kann gut sein. Aber... Ja. Jetzt müssen wir eh ins Geisterhaus, weil woanders lässt uns der Weg hier gerade nicht hin. Okay. Dann gehen wir halt ins Geisterhaus. Ist ja auch egal. Das wird auch nicht leichter sein als die anderen Level. Und ist das schon wieder dunkler geworden? Oh, I hate it. Wirklich. So, wir nehmen einfach mal den unteren Weg. Nein. Oh Mann. Ich will hier nicht einfach mal so weggezimmert werden. Lol. Was ist das für ein Level? Okay. Lol. Das ist safe der richtige Weg. Das ist safe der richtige Weg. Und das hier geht auch. Aber das da oben scheint mir nach dem richtigen Weg... Oder eins ist der Secret Exit. Das könnte auch sein. Eins könnte auch der Secret Exit sein. Ja. Okay. Ich verstehe schon. Gut, wir müssen irgendwie da runterkommen. Ich weiß aber noch nicht, wie. Ich habe da unten... Ja. Okay. Alles klar. Ich habe da unten nämlich... was gesehen. Und zwar die Starcoin. Und das ist äußerst kritisch. Oh mein Gott. Okay. Try it again. Das war irgendwie klar. Okay, dann checken wir jetzt mal die Tür hier oben aus. Mich würde nämlich interessieren, wo die hinführt. Ob das alles nur irgendwie so... keine Ahnung, für Secret Exit oder Starcoins oder... I don't know, wofür das ganze Zeug ist. Aber das würde ich halt gerne rausfinden. Meine Güte, ey. Warum sind hier so viele Türen? Das ist gar nicht geil. Mit dem Lichtblock können wir nirgends reingehen, okay. Die obere Tür war es schon mal nicht. Dann ist es die hier, auch nicht, okay. Dann tryen wir die hier. Die ist es, okay. Keine Ahnung, ob die dritte Tür da unten noch wohin geführt hätte. Was? Wir kommen wieder am Anfang raus? Jetzt willst du mich aber verarschen, oder? Ja, okay, die Tür hier unten, ne, die haben wir ja schon rausgefunden. Was ist hier drüben, ist die Frage, die ich mir stelle. Hier drüben ist nämlich auch noch eine Tür. Ey, das ist ultra verwirrend. Und hier geht's auch noch weiter, oder was?
Boy. What the fuck? Nein, was? Lol, jetzt sind wir eiskalt gefangen. Nee, oder? Komm schon, bring mich um, Geist. Okay. Das ist auf jeden Fall eine Tür, die uns umbringt. Okay, good to know. Okay, was haben dann diese Türen hier drauf, ist die Frage. Die hat gar nichts drauf und die hier unten, die hat was drauf. Okay, ich glaube, ihr kennt euch überhaupt nicht mehr aus im Video. Aber das macht doch überhaupt nichts, weil ich selber kenne mich auch nicht aus. Keine Ahnung, was der Block hier jetzt überhaupt zu bedeuten hat. Ich habe überhaupt keinen Plan mehr von irgendwas. Okay, alles klar. Dann gehen wir einmal hier hoch. Hier gibt es kein Item für mich. Na gut. Was zum Teufel ist das hier? Das in die Tür hier drüber kann man auch noch rein. Oh. Alter, langsam verliere ich den Überblick. Aber ich glaube, der Raum, wo wir vorher gerade drin waren, der ist eh unbedeutend. Okay. Habe ich so irgendwie im Gefühl, dass der unbedeutend ist. Weil es hat nicht so ausgesehen, als würde es da in irgendeiner Art und Weise weitergehen. Okay. Das ist die letzte Starcoin. What? Die letzte, wirklich? Oh wow, was ist denn mit meinen Haaren passiert? Aua. Okay, wunderbar. Ah, da hinten kommt der Buhu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss hier wirklich aufpassen mit diesen ganzen Skelettfischen. Haben wir hier jetzt Starcoin? Yes. Okay, das ist die zweite. Die zweite Starcoin. Good to know. Aber was, wenn das die zweite ist? Die Tür ist doch ganz am Anfang vom Level. Wir gehen jetzt weiter, als wäre nix. Ja? Oh nein. Oh nein, nein. Jetzt sind wir wieder hier gelandet. Verdammte Kacke. Ach nein. Ja. Okay, Guys. Jetzt heißt es aufpassen hier. Hier einfach mal drüber. Ach du. Ja. Jawohl. Okay, wunderbar. Dann versuchen wir mal die letzte Tür hier. Wo die hinführt. Ob die zum Ziel führt. Wenn ja, dann. Dann ist das okay für mich. Oh mein Gott. Ach nee. Oh nee. Komm schon her, Pilz. Komm schon her. Okay. Ach Gott, ey. Das Level hat es nochmal in sich. Ich dachte eigentlich, dass jetzt langsam Schluss ist hier, aber nee. Nee, das Level denkt sich so, yo, Digi, wir werden dich hier nochmal richtig abfacken. Mein Problem ist hier eher, dass ich überhaupt nicht abschätzen kann, wo hier irgendwelche... Oh mein Gott, Alter, ich dachte jetzt, da geht's runter. Oh ja, das ist äußerst geil. Ja, wow, ein One-Up. For real jetzt? Okay, führt das jetzt ins Ziel oder was? Weil wenn das ins Ziel führt, war das Level wirklich nicht schwer. Ja. Hä? Wieso ist das Ziel da oben? Wieso ist das Ziel da oben? Was zum Teufel? Okay. Er hat einfach mal das Ziel versetzt. Okay, 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 alles klar. Ich meine, wie ich an die Sternmünzen und so weiter rankomme. Ja, okay, das leuchtet mir noch ein. Aber es leuchtet mir nicht ein, warum das Level so einfach war dann. Gut, ich habe, wie gesagt, jetzt keine Sternmünzen mitgenommen. Das ist natürlich eine Sache, die hätte man machen können. Man kann mir jetzt natürlich vorwerfen, ich gehe den einfachen Weg, aber... Ja, ich meine, vielleicht mache ich es ja doch irgendwann so, dass ich... Oh, lol. Okay, vielleicht mache ich es ja doch irgendwann so, dass ich dumm bin. Vielleicht mache ich es ja doch irgendwie so, dass ich einfach ganz gechillt irgendwann in Twitch-Streams oder sowas diese Sachen mache. Warte mal. Juch! Okay. Ich habe immerhin die erste Sternmünze. Okay, well. Wir gehen einfach weiter. Vor allem, was mich gerade ein bisschen verwundert, aus welchem Grund genau haben wir hier ein Wolkenlevel? Das ist das, was mich ein bisschen verwundert. Und ich weiß nicht, wie schlau das hier ist. LOL! Ich glitsche schon wieder alles rum, ey. Oh, lol. Okay, wunderbar. Oh, lol. Hi. Hi, dudes. Ich finde die Viecher so sweet, Alter. Ich finde die Viecher so sweet. Oh, das finde ich auch sweet. Ja, das finde ich äußerst sweet.
Yo, Digga. Ich würde gerne die Sternmünze mitnehmen. Hä? Aber hier jetzt dafür alle Sternmünzen so easy bekommen? For real? For real? Okay. Das Level hat mich jetzt gerade ein bisschen verwundert. Das war mir ein bisschen zu einfach. Jetzt könnten wir theoretisch zum Schloss, ne? Guys. Jetzt könnten wir theoretisch zum Schloss. So. Ja, gegen euch will ich jetzt eigentlich nicht meinen Propeller verlieren. Das wäre ein bisschen bitter. Und wir haben's. Holy shit. Ich verstehe eigentlich immer bei dem Tod, dass er so sagt, geschafft! Sagt er das wirklich? Ich glaube nicht. Okay. Jetzt eine Sache. Würde ich gerne noch kurz erledigen mit dem Propellerpilz. Well, ich wollte gerade in der ersten Welt mit dem Propellerpilz dieses eine Level machen, aber das Spiel denkt sich einfach mal so, nee, nee, kein Propellerpilz für dich, mein Freund. Tja. Oh, juh. Komm schon, gib her. Nein, nein, Bowser Junior, lass das mal bleiben, bitte. Ich würde doch bitte, ja, ich habe einen Propellerpilz bekommen, oh mein Gott. So, ich lasse mich hier nicht vom Spiel verarschen, das könnt ihr vergessen. Das könnt ihr vergessen. Hier, ne? Feuerblume? Nee. Nee. Aber sicherlich nicht. So, ich versuche einfach nur ganz gechillt alles hinzubekommen. So, und vielleicht sogar die ein oder andere Sternmünze mitzunehmen. Was ziemlich crazy wäre. So. Kein Thema. So, hier einmal kurz durch. Jawohl. Dann nehmen wir hier die Halbzeitflagge. Okay, ja, dieses Level, ne, das kennen wir ja schon. Jetzt müssen wir hier in diese Röhre rein. Hier unten dürfen wir nicht verkacken. So, genau. Hier haben wir nämlich das hier. Und dann haben wir auch schon alle Sternmünzen. Das ist gar nicht das Thema, ja. Das ist gar nicht das Thema, dass wir hier alles bekommen. Sternmünzen waren in dem Level wirklich nicht schwer. Deshalb versuche ich jetzt hier einfach noch gechillt weiterzukommen. So, alles chilly, chilly milly. Mit dem Propellerpilz ist das, glaube ich, hier wirklich nicht hardcore. So, und hier einfach nochmal ein bisschen weiter rüber. Jawoll, Leute. Und damit haben wir das Level geschafft, wo ich so rumgeraged habe am Anfang des Let's Plays. Und habe sogar alle Sternmünze geholt. Ey, das ist zu nice, würde ich sagen. Das ist zu nice. Okay, jetzt haben wir wirklich jedes Level bisher abgeschlossen. Das ist ja derzeit mein Ziel. Nicht alle Sternmünzen sammeln, aber jedes Level abschließen. Und das haben wir bisher geschafft. Okay, let's go, Iggy. Ich hoffe, du hast nicht wieder irgendein verbuggtes Schloss hier am Start. Das wäre nicht so fresh. Okay, bisher ist es ziemlich gut gelaufen in diesem Part. Deshalb lasst mich mal schauen, was sich hier noch so machen lässt. Dass dieser Part auch weiterhin erfolgreich bleibt. Das wäre nämlich zu schade, wenn er das nicht ist. Ja? Bisher gefällt mir nämlich echt gut, wie er ist, der Part. So. Okay. Diese Kletterdinger hier, die sind ziemlich crazy. So, lass mich hier mal kurz nach oben. Okay, wunderbar. Okay, okay, warte. Hier nochmal schnell abchecken. Okay. Der Propellerpilz erleichtert hier auch wieder einiges. Oh, Alter, der Hackersteller hätte den Propellerpilz rausnehmen sollen. Warte. 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 Der Propellerpilz ist abgehauen. Der Propellerpilz ist... Alles gut. Da drüben ist ein Propellerpilz. Den können wir wiederbekommen. Okay, der Propellerpilz hat sich verpisst. Das ist nicht so nice. Aber wir können es ja trotzdem weiterhin tryen. Okay, wunderbar. Die Starcoin haben wir. Juh! Das war nicht so geil. Oh, warte mal, was? Lol, die Tür hätte ich jetzt fast übersehen. Okay. Tür, Tür, Tür. Eine zweite Starcoin für uns. Wunderbar. Immer schief klettern, also diagonal klettern. Dann geht das hier auch. So. Hier soweit kein Thema. Alles klärchen. Auch hier aufpassen auf Hotheads, weil hier könnten auch gut Hotheads sein. Okay. Ja, 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 ja. Holy shit, das war close. Das hätte ich fast nicht machen sollen. Aber alles gut. Iggy schmeißt hier rum mit seinen komischen grünen Magiestrahlen.
Was natürlich ein bisschen ätzend ist. Aber wir nehmen gerne die Eisblume. Ja, dann sind wir nicht one hit down. Okay, Halbzeitflagge. Sand? Sandfontänen, for real. Okay, und warum auch immer das eine so easy jetzt gerade war. Warum war die Starcoin so easy? Will ich da runter? Ich weiß es nicht. Oh ja. Oh ja. Da will ich runter. Da will ich definitiv runter. Okay. Ein Propellerpilz? Okay. Also, keine Ahnung, was es in diesem Castle mit den Propellerpilzen auf sich hat. Ach ja, er hat ja den Kampf. Er hat ja diesen komischen Kettenhundkampf. Oh no. Was macht Kamek? Der macht den Kettenhund größer, ne, glaube ich. Ja. Oder? Ja, ja, okay. Soweit, so gut. Sonst irgendwas? Ich hätte jetzt bisher nichts gecheckt, was super schwer wäre. Ja, okay. Zweiter Hit. Hä? Das war alles? Jetzt for real? Da war jetzt aber nicht viel schwer dran, muss ich sagen. Ach, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Vielleicht ist der Trick hier dran, dass man den Propellerpelz behalten muss. Man hätte den Schlüssel auch irgendwie anders bekommen. Aber egal. Okay. Guys. Wir haben es wieder mal geschafft. Eine weitere Welt abgeschlossen. Holy shit. Ja. Im nächsten Part sehen wir uns dann in Welt 6 wieder. Ja. Gut, wir speichern und Friends, wenn es euch gefallen hat und ihr im nächsten Part weitere 4 Level sehen wollt, die mich zum Leiden bringen, dann lasst gerne ein Like da und abonniert diesen Kanal. Und um wirklich nichts mehr zu verpassen, könnt ihr die Glocke aktivieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute. Danke an meine MVP-Kanalmitglieder Meister Keks, Yoshi, Missy und Homie. Wenn auch ihr hier genannt werden wollt, müsst ihr einfach nur MVP-Kanalmitglied werden.